Moin, moin, der Matrosen. Hier ist wieder der Klabautermann und wir spielen DayZ. Letztes Mal war so die Frage, wie ich diesen schicken Burlap-Sack, beziehungsweise diesen Backpack, den ich da auf dem Rücken trage, wie ich den vielleicht in einen improvisierten Rucksack umwandeln könnte. Der hat einfach ein paar mehr Slots und ich glaube, ich muss ihn dafür leer machen. Weil das Rezept passte schon. Wir craften im Zweifelsfall gleich auch noch einen. Ja, jetzt geht es. Jetzt habe ich also einen improvisierten Rucksack und kann da meinen ganzen Kram wieder reinpacken. Und habe genug Rope. Nehmen wir die in die Hand. Ja, habe genug Seil dabei, um... Ah, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Platz der wegnimmt. Ich probiere das einfach mal. Ich crafte hier noch so ein Courier Bag draus. Okay, der nimmt mehr Platz weg, als er beinhaltet. Scheiße, aber auch. Kann ich den jetzt wieder klein schneiden? Nee. Breakdown. Ah, okay. Perfekt. Das heißt, also ich weiß, solange ich jetzt hier eine Rope und einen Burlap Sack dabei habe, ist alles gut. Da können wir mal noch eine Ladung Rex draus machen. Falls mich die netten Damen und Herren Zombies irgendwie überfallen sollten. Dass ich dann etwas hab, um mich zu bandagieren. Gut, sonst war das gute Teil hier leer. Und wir machen jetzt damit weiter, dass wir... dass wir die Gegend weiter untersuchen gehen. Und zwar... Genau, nee, hier waren wir noch gar nicht. Wir sind ja gerade erst von da drüben gekommen. Das heißt, die Häuser hier kann ich alle durchsuchen. Und es sah von der Ferne alles ruhig aus, aber man war es ja nicht so genau. Nicht jetzt schon. Wenn ich jetzt schon irgendwelche Samen gefunden hätte, wäre das vielleicht auch eine spannende Ecke, um ein Beet anzulegen. Aber habe ich noch nicht. Was ist das da drüben? Komme ich nicht dran. Spray Paint finde ich nicht so spannend im Moment. Ja, da ist noch mehr Zeug, was sich in Rex verwandeln wird. Ansonsten hier, dieser Grill ist lustig, aber... Ach, wieder eine neue Waffe, eine Trumpet. Und einen kaputten Kocher. Ich hoffe einfach mal, dass ich eher Shotgun-Munition als diese 22er finden werde. Weil ich eigentlich mit einer Schrotflinte schon ganz zufrieden bin. Das wollte ich mal noch probieren, ob man hier wirklich irgendwelche Federn rausholen kann. Search for Feathers, Tatsache. Aber er hat keine gefunden. Ja, mit den Federn kann ich mir wohl... Mit den Federn und Sticks kann ich mir wohl Pfeile herstellen. Und mit diesen langen Stöcken und dem Ropes kann ich mir... Wenn das stimmt, kann ich mir einen Bogen herstellen. Und dann hätte ich Pfeil und Bogen. Und könnte damit zum Beispiel auch... im Wald auf die Jagd gehen und könnte mich dann wirklich von den Städten ferne halten. Was ich gut finde, dass das geht, weil das eine realistische Überlebensstrategie ist, wenn wirklich die Zombie-Apokalypse kommt. Ja, kann man entweder durch die Städte stromern und kann da versuchen, irgendwie alles zu finden, was man zum Überleben braucht.
Man kann aber auch sagen, nein, mein Ding ist eher in den Wald zu gehen. Wieso nimmt er denn jetzt hier den Bogen nicht? Jetzt hat er ihn, oder? Ja. Beziehungsweise den... Ich habe den einmal ausprobiert. Aber der hatte so eine bescheuerte... Wie nennt man das? Ach ja, genau, da sieht man es jetzt wieder. Da springt ständig dieses Fadenkreuz hin und her. Ja, also ich bin nicht mit klargekommen. Ich habe ihn ab quasi jeden Schuss damit versammelt. Deswegen bleibt er hier liegen. Das sieht doch aus wie Tomatensamen. Die Pants nehme ich erstmal am Stück mit. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen Unfall im Wasser. Dann habe ich wenigstens was zum Anziehen dabei. Da wieder solche Reifen auf dem Feld? Ne, das ist irgendwas anderes. Das ist einfach nur ein Busch. Okay. Nicht mal einer, mit dem irgendwie groß was machen kann. Warum? Aber was will ich damit? Ja, diese Straßensperre war nicht von Anfang an hier, die ist dann irgendwann dazugefügt worden. Das würde mich ja mal interessieren, ob es Situationen gibt, in denen Leute die echt auch als Straßensperre nutzen. Aber wirklich Loot finde ich da gerade nicht. Da drüben wäre nochmal ein Auto. Oh, da steht was im Kofferraum. Das sieht aus wie Reis. Nehme ich sehr gerne. Das Messer nehme ich auch sehr gerne. Schuhe wären wichtig, wenn... Und eine Blaze Double Rifle. Ich hätte gern erst meine alten Schuhe wieder zurück. Wenn es genehm ist. Und zwar würde ich sie gerne ins Inventar tun. Habe ich. Das finde ich ein bisschen schade von den Machern, dass hier offensichtlich Zeug rumliegt. Da liegen leere Flaschen, da liegt Papier, also alles auch Items, die es im Spiel gibt. Aber ich kann sie nur sehen und kann sie nicht aufnehmen. Das finde ich irgendwie... bin ich anders von DayZ gewöhnt. So, dass ich eigentlich relativ viel anfassen und mitnehmen kann, was es so gibt. Und das finde ich eigentlich auch gut und mag ich an dem Spiel. Weswegen das ist natürlich enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Zeigt er mir nicht an. Zeigt er mir an.
Ja, dann schaue ich doch mal, ob ich das richtig interpretiere, dass ich hier rechts irgendwo. Habe ich da das Meer? Da ist ein See. Doch, da hinten ist auch das Meer. Ist das ein See, aus dem ich trinken kann? Ja, das hätte ganz frisch aussehen können. Ich will mir gar keine nassen Füße holen. Ich will einfach nur trinken. Lässt er mich nicht. Okay, aber nasse Füße habe ich auch nicht gekriegt. Wie kann das denn sein? Ein See, aus dem ich nicht trinken kann. Okay, das geht wohl nicht, warum auch immer. Vielleicht weil das so ein Moorsee ist. Oh, da vorne steht eine Hütte. Auch hier kann ich nicht trinken, seltsam. Mal sehen, ob ich da auf diesen Weg drauf komme. Ich steig schon da drüber. Das ist ja Kacke. Ach. Bin ich jetzt nass geworden? Nee. War doch eben irgendwo eine Hütte da drüben. Eine Banane. Glaub's ja nicht. Und Handschuhe, das sieht gut aus. Warn-Machete tauschen gegen Damage? Nein. Und meine Axt behalte ich auch lieber. Hey, ist das jetzt so eine Insel? In diesem Sumpf? Da hätte ich jetzt auf ein Fischerboot gehofft und auf ein bisschen einen klaren. Vielleicht kann ich da mir hier mal die Shotgun auf das zweite legen und kann, wenn ich die anlege, vielleicht ein bisschen näher ranzoomen. Nein, nicht wirklich.
Ja, das sieht mir aus, als ob das da drüben Elektro ist. Das stand ja auch auf dem Straßenschild. Da sehe ich das zerbombte Hochhaus, glaube ich, oder wo der Flieger reingeflogen ist. Das sieht aus wie die Baustelle. Da sind die Dockanlagen. Und da drüben ist dieser eine Leuchtturm. Ich denke mal, das ist jetzt mein nächstes Ziel. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Waffe 1 wählen. Und wieder mit der Machete rumrennen. Habe ich jetzt was verloren? Wo ist mein Messer? Verdammt, das habe ich echt da drüben liegen lassen. Ob ich das nochmal wiederfinde? Auch wie im echten Leben. Shit. Schmeiß nie dein Messer ins Gras, sonst ist es weg. Der ist jetzt echt weggeschmissen? Scheint so. Ja, ich möchte gerne diese Halbinsel mal in Augenschein nehmen. Ich weiß, dass irgendwo hier Fischerboote waren. Und würde gerne mal sehen, wie weit das Angeln als Disziplin gediehen ist. Da sind die Boote und ansonsten ist es hier ruhig. Das gefällt dem Klappautermann. Aber da ist nichts drin in den Booten. Ist ja doof. Da ist Duct Tape. Und das Black Raincoat ist ja eigentlich ganz nett, aber wenn ich jetzt irgendwas finden würde, was pristine wäre und auch 4 Slots hat. Wie zum Beispiel den Hoodie. Dann würde ich mir glatt überlegen, was ich jetzt wegschmeiße, um das Raincoat in die Tasche packen zu können. Er will seine Waffen schon reinigen, vor allem mit einem damageden Weapon Cleaning Kit. So, eine Quass. Und dann mal gucken, was da oben noch so ist. Bomberjacke. Aber damaged. Oh, und jetzt scheint mein Spiel abgestürzt oder der Server down gegangen zu sein. Und bevor wir jetzt gleich rausfliegen, sage ich an der Stelle, macht's gut. Wir spielen am nächsten Mal hier weiter. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und mit diesem schicken Blick auf die Bucht vor Elektro verabschiede ich mich. Bis demnächst, euer Klamautermann.